Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu GasStation Simulator. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Pubertätsstufe 2 erreicht, haben ein bisschen Kleingeld und müssen die Werkstatt kaufen über den PC. Kunden haben wir gerade auch nicht. Nö, alles ziemlich ruhig hier. Ich frage mich immer noch, okay, da kommt gerade ein Kunde, warte mal, wir machen gleich die Werkstatt. Wir wollen hier jetzt nicht wieder so durchhetzen wie beim letzten Mal, sondern gemütlich machen. Kann ich erstmal ein bisschen sauber machen und den Kunden gleich noch bedienen. Ich weiß nicht, wo hier der ganze Dreck sein soll, ehrlich gesagt, aber... So, machen wir es erstmal. Laut der Anzeige da oben ist unsere Bude dreckig, aber... Ich habe keine Ahnung, wo der Dreck hier sein soll. How much do I owe you? Wie, mehr hast du nicht gekauft, oder was? Mal ein bisschen mehr. Aber es ändert sich später, wenn wir angestellt. Also wir stellen definitiv ein für die Reinigung ein. Das den Fest, Kunde an Kraftstoff. So. Da ist auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ich habe mich nicht daran erinnert, dass hier Frühmucke im Spiel war. Aber es gefällt mir, es gefällt mir. You're amazing. Jo, bitte, 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 bitte. So, jetzt können wir in Ruhe die Werkstatt kaufen. So, abgeschliffen, wieder herstellen. Ja. Yep. Da haben wir die gute Werkstatt. Wunderbar. So, ich hoffe, wir haben doch jetzt doch einen Drehen. Das wollen sie nicht. Also, Ware. Moment, machen wir, glaube ich. Wir haben Kundschaft. Oh, wir müssen ja schließlich Geld verdienen. Ne? Wir haben ja gerade wieder Geld ausgegeben. Milka, noch mehr Milka. Haben wir hier die guten Umi-Kekse, die Crunchy. Oh, kaufen wir mehr, Mann. Mal gucken, gleich in der nächsten Sekunde. Okay, wir gehen gleich in der Werkstatt gucken. Was sagen du, der Regal ist da. Ich glaube, wir müssen nochmal den Müllabfuhr gleich rufen. Der Container sieht so voll aus, du. So, mein Herr, der Officer, was will er denn? Aha, er braucht Kekse für seinen Ruhestand. Er braucht ein bisschen Oreo für die Nerven. Noch mehr Kekse für den Ruhestand. Okay, oh ja, der macht zumindest mal einen Großeinkauf. Und was zu trinken. Noch mehr Popcorn. Oh, die Officer kaufen zumindest vernünftig ein. Jo. So, raus, du, aber Dalli, ich muss zur Werkstatt. Okay. Warte auf den Kunden in der Werkstatt. Okay, den müssen wir ja Ware haben, ne? Sehr schön. Mal gucken, können wir trotzdem mal Sträuchchen müssen wir ja noch. Ja, hup mich nicht an, man. Ja, wir haben hier aber auch Müll liegen. Warum haben wir hier Müll liegen? Hui. Naja, wollen wir gleich weg. Aber jetzt kommen wir erstmal raus. Müll muss ja noch nicht drin rumliegen. Sehr schön. Haben wir da ein bisschen was da? Ja, wir haben ein paar Lackkratzer. Das weiß ich alles noch. Hier liegt noch ein bisschen Müll. Gut. Wir haben ein paar Reifen. Da, Goma. Da, Goma. Sehr schön. Willkommen dir hier. Was hast du für Probleme? Was hast du für Probleme? Okay, das ist eine Dame. Ist aus wie ein Mann. Wollen wir mal aufbocken, das Ding, wa? Sehr schön. Reparatur. So, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Genau. Kommt mal so nachgucken. Kratzer, Reifen, Spiegel. Alles klar. Dann machen wir mal. Spiegel. Spiegel war hier, ne? Yep. So, raus mit dem kaputten Dingsfums. Räumen damit. Sehr schön. Und Reifen war das, ne? Yep. Und mit das gute Stück. Und der, gut. Sieht man so schlecht, ne? Einmal hier, Schrauben raus. Modern raus, Schrauben raus. So, Reifen weg. Oha. Wir haben auch an Kraftstoff. Naja, ist erstmal die Werkstatt, die gibt mehr Geld, du. Zack. Zack, 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 zack. So, und ich glaube, da war noch Kratzer in der Tür, ne? Hm? Ja. Jo, da sieht man, wie bist du gefahren, Lady? Wie bist du gefahren? Oder ist es der Wagen deines Ex und wolltest den ärgern? Aber man weiß ja nie, ne? Sehr schön. Aufgabe erledigt. Kunde glücklich. Ich habe Geld bekommen. Ich auch glücklich. So, kümmern wir uns erstmal hier um Kraftstoff. So viel Zeug muss sein. Jo, wir bestellen gleich Ersatzzoll für die Wegstatt. Immer mit der Ruhe. Thanks. Nice. So, Kunde ist auch hier. Wunderbar. Ja, ich will auch gleich mal diese E-Mail, die geben auf den Weg. Was ist das? The Thunder? Cola? Energy? Red Bull? Keine Ahnung, was es noch alles gibt. Pretty much what I asked for. Gut, gut, so, Moment. Erstmal die E-Mails. Werkstattbestellung, jo, Lieferung, da. Jo, das wissen wir doch. Boah, ich bestelle von jedem auch ein bisschen, würde ich sagen.
Ein bisschen Reifen, die sind sogar gerade billig. Ah gut, nehmen wir mal Reifen. Nehmen wir mal Kratzer entfernen. Und ein bisschen Autospiegel. Jo. So, gut, das ist nicht alles groß, ne? Ja, das nimmt sogar relativ wenig Platz weg. Stellen wir erstmal, es wird bloß alles ziemlich teuer. Warte mal, können wir es überhaupt leisten? Ja. Bestellkosten, wie viel Geld haben wir denn? Das können wir uns nicht leisten. Wir sind jetzt bei insgesamt 1200, wir haben gerade mal 800, warte mal. 5 Reifen, das geht noch. Diese Kratzerentferner. Ja, das können wir uns noch leisten, gut. Und wie teuer sind die Spiegel? Mehr können wir uns nicht leisten. Gut. Guten Tag, dort machen wir schon. Hallo. Jetzt sind wir so gut wie pleite. Dank der Werkstatt. Aber dann haben wir zumindest erst ein bisschen was vor. So, machen Abflug. Wir haben da noch Kundschaft. Danke. So, wollen wir mal hier rüber. Wir müssen ja wieder Geld reinkriegen. Gerne nicht anders, ne? Und hier müssen wir schließlich auch irgendwann mal nachbestellen. Wir müssen ja auch irgendwann mal Kraftstoff nachbestellen. So. Genau. Einmal voll tanken, hoffe ich. Ich brauche Geld. Das nennst du Volltanken? Kunde in Werkstatt. Kunde in Werkstatt. Kunde in Werkstatt bringt Geld. Kunde in Werkstatt hat immer Vorrang. Gut. Mal ran da. Den habe ich jetzt gerade für eine Frau gehalten. Aber gut. Was hast du denn? 2 Spiegel und Reifen? Kriegen wir hin. Jo, ich frage mich ja echt, wie die Herrschaften hier vorne, ne? So, den noch einmal Spiegel. Spiegel haben wir hier auch noch. Müssen hier auch den nächsten Mal aufräumen. So. Und dann war das, glaube ich, noch so ein Reifen, ne? Jo, nur noch der Reifen. Gut, gut. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Der hat ja auch eine neue Stufe, glaube ich, die Werkstatt, ne? Also damals ging es ja nur bis 5. 4, 5, sowas. Auf jeden Fall geht es jetzt, glaube ich, eine Stufe höher. Ah, Bärli ist kein Problem. So, dem müsste glücklich sein jetzt. Mutter natürlich wieder rein. Ich würde ihn zwar am liebsten so fahren lassen. Dann kommt er gleich wieder. Gibt mehr Geld, aber geht ja leider nicht. Oh, jo, meine Werkstattlieferung ist da. Ich komme, ich komme. Meine Bude sieht auch schon wieder aus wie so. Ich glaube, das ist das Erste, was ich machen werde. Den ersten Angestellten zum Reinigen. Das ist das Erste, was ich machen werde. So, Schotten auf. Her damit, Donge. Rinn damit ins Regal. Jo, 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 das ist eh, warte mal, das ist echt neu. Gut, zumindest eine Tür habe ich dazu gekriegt. Oh, wunderbar. So, da kann ich aber auch gleich die Suchende einräumen. Wir haben zwar Kunde an Kraftstoff. Kunde an Kraftstoff muss kurz im Moment warten. Jo, die 5 Reifen können mich mit drin. War eh eine Aufgabe, siehst du mal. Hier, die Gönnerin. Und die hatte ich die bestellt? Ja. So, so. Sehr schön, sehr schön. Da ist er doch. Och, der Officer wieder. Wieder der gute Wagen. 653. Mensch, Officer. Ich glaube, du bist der einzige Polizist hier. Kann das sein? I owe you one. Nice, ja. Sehr schön. Ist also kein Wunder, dass die Bude so verdreckt ist, Mensch. Mensch, 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 was die hier alles liegen lassen, ne? Hier noch irgendwas? Ich hab, Lady, kannst du dich jetzt mal entscheiden? Du schwerst dann nicht. So, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal 11 Fahrzeuge betanken. Okay, 28 Kunden bedient, 5 Fahrzeuge repariert. Kriegen wir alles hin. Den haben wir jetzt zumindest ein bisschen Zeit, uns auch mal um die wichtigen Dinge zu kümmern. Wie streichen, aufräumen und so weiter und so fort. So, zack. 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 Na, 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 na. Nicht runterschmeißen. Danke. Na, na, ich hoffe, du kaufst was, Lady. Natürlich. Natürlich nicht. Gut, gut. Da kommen, glaube ich, gleich noch mehr Kunden. Wie gesagt, den werde ich jetzt. Wir haben ein bisschen Zeug. Haben wir nicht. Ich sehe gerade, da ist ein wichtiger Kunde an der Werkstatt. Werkstatt ist Geld. Da muss ich auch mal hin. Wir müssen auch gleich mal den Müll vorbestellen. So, Lady, was haben wir denn hier so Sönnis? Was hast du für Probleme? Ich sehe schon. Kratzerreifen. Kriegen wir hin. Gut, gut.
Ah, und Kraftstoff auch. Kraftstoff bringt zwar auch Geld, Kraftstoff muss jetzt aber warten. Anschließend nicht alles auf einmal machen. So. Hätte ich die Reifen da nicht rausschmeißen? Wahrscheinlich nicht, ne? Da, der Räumen ist das alles klar. So. Geld, wir brauchen Geld. Ich fürchte auch, dass ich bald wieder Kraftstoff nachbestellen muss. Zumindest haben wir wieder ein bisschen Geld. Wunderbar. Kunde fertig, Kunde fertig. So, ich komme, mein Herr. Ach, mein Herr. Gut, mein Herr, in Frauenklamotten. Sehr schön, sehr schön. Kraftstoffstatus ist niedrig. warum habe ich das so geahnt? Warum habe ich das geahnt hier? Gut, mir ein paar Seine drauf. Wie still, Eimer. Sehr schön. Oh, ich will mal kurz was googeln. Der war so ziemlich voll, aber wir kriegen hier zumindest, denke ich mal, die Müllsäcke noch rein. Der Müllsack, da. Oh, mein Junge, so schwer ist das nicht. Genau. Das noch rum. Ja, bevor ich das jetzt aber mache, ich will einmal, ja, Kraftstofflieferung ist doch da. Wo war denn jetzt mein Lager? Da. Mal gucken, ob ich da noch Müll rumliegen habe, bevor ich jetzt die Müllabfuhr rufe. So, die sollen da ja auch noch rin. Danke. Andere Seite wahrscheinlich auch noch was. Hm? Ich, oh Gott, so häng da fest. Können Sie mich, die lernen ja immer alle aus. Das hier gleich mitnehmen. Muss hier auch mal weg. Wunderbar. Dim, 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 dim. Kunde an Kasi. Kunde an Kasi muss ein gut sein. Moment, warten. Obwohl, der braucht noch. Bis da, glaube ich, Kunde an Kasi bedient. So. Gut, gut, Oma. Was willst du Schönes? Milka. Was? Bisschen mehr kannst du auch mal springen lassen, Lady, du. Wo ist er denn? Er ist immer noch nicht da. Gut. Kunde an Werkstatt. Jo, Kunde an Werkstatt kommt sofort dran. Muss mir einmal kurz um Olaf kümmern. Und Olaf braucht eh noch einen Moment. In der Zwischenzeit bestellen wir einmal kurz die Müllabfuhr. Das war bei Dienstleistung, ne? Ja. Dim, di, dim, di, su. Den kann ja die Mülleimer mir gleich ausleeren. Danke, einmal ran. Dann haben wir noch Kunde an Kraftstoff. Jetzt kommt aber erstmal Kunde an Werkstatt dran. Mach mal hoch das Ding. Was hast du denn, Lady? Zwei kaputte Reifen. Kriegen wir hin. Die Werkstatt bringt nochmal am meisten Geld. Dafür sind aber auch die Teile am teuersten. So, Spritle wieder drin. Jojo, hört auf da rumzuhupen. Haben sie die Hupenlaser gemacht? Irgendwie auch, ne? Die hören sich jetzt irgendwie so komisch an, aber gut. Irgendwie hören sich die Hupen jetzt ganz, ganz komisch an. Aber okay, wird schon stimmen. Hm? Wunderbar. Ab zum Kraftstoff. Dem, dem, sehr, sehr schön. Incredible. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Wie gut hier geht's eigentlich noch, ne? Davon haben wir auch noch genug. Wir sind immerhin wieder bei 586. Lüft doch. Habe ich das Lager wieder zugemacht? Ja, ne? Ich will nicht beklaut werden. Ja, ist zu. Sehr schön. Den konnte ich ja das andere, die Müllabfuhr hier einmal kurz jetzt. Ist auch den Eingang, wollte ich ja extra streichen, damit man ihn sieht. Den machen wir mal so. Damit wir da mal zukommen, ne? Von draußen müssen wir noch streichen. Kunde an Kasse. Kunde an Kasse kommt sofort. Einen kurzen Moment. Corsair ist gerade schwer beschäftigt mit hässlicher Farbe streichen. So, bin schon da, mein Herr. Was wollen Sie denn? Fünf Teile? Loge, Cola, noch eine Cola, oh, noch eine Limo und das ein Bier oder sowas. You're a lifesaver. Sehr schön. Ja, Mim. Wo hupst du rum, hä? Ja, dann leer doch aus, Mensch.
Ach, jo, hier wird das hier. Joho. Ist ja gut. Er fährt doch schon, Mensch. Immer mit der Ruhe. So, warte mal. Kann ich die Sachen hier? Ja, die kann ich mit dem Müllbeutel. Sehr schön. Dachte, ich muss es wieder alles einzeln. Au, befahr mich doch nicht, Mensch. Bin sofort da, Lady. Moment. Auf der anderen Seite. Und einen Kraftstoff haben wir auch. Ich wollte hier nur den Müllsack rausbringen. So, wir machen ja schon. Wir brauchen schließlich Geld. Du hast zwei kaputte Türen und einen Reifen. Mann. Gut. Kümmern wir uns erstmal um den Grotzer, würde ich sagen. Ist ja nur hier der eine. Das passt. Oder? Ja. Da noch ein. Da sind ein paar Kratzer. Sehr schön. Und da war das der ohne Reifen hier, ne? Gut. Dankeschön. Reifen weg. Jo, ich weiß. Kunde an Kraschow. Geht gleich los. Zack, 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 zack. Passt doch. Konnte ich hier aber auch gleich. Muss jetzt gar nicht so rumliegen. Den Müll mitnehmen. So. Müssen wir noch auf der anderen Seite einen liegen haben. Oder? Ja. Danke, danke. Bienen schon da mal her. Kasse auch. Aber der Kraftstoff war zuerst da. Great job. Great job. Yeah. Und der Herr will was? 6 Artikel. Okay. Ach, die guten Oreos im Doppelpack. Bisschen Popcorn dazu. Und natürlich Milka. Okay. Na, bis wohl. Danke. You're a lifesaver. Sehr schön. So muss es. Kunden freuen sich. Bude sieht aus wie Sau. Also alles wie immer. Immerhin, ich glaube, das hier oben konnte man nicht streichen. Da streicht man das Dach, ne? Irgendwie sowas war das. Wir haben aber auch gleich wieder Kunden. Den passt das doch. Gut, wir müssen jetzt eh erstmal die Aufgabe erfüllen. Fahrzeuge reparieren haben wir schon 3 von 5. Aber das andere dauert noch ein bisschen. Wir haben noch einen Kunde an Korse. Mit 5 Ortigeln, die guten Omicrunchio. Oh, 2x Limo. Sehr schön. Popcorn. Gut. Naja, wir sind ja wieder bei 925. Passt doch. Die Waschanlage kommt noch. Die haben wir ja noch nicht frei. Die kommt aber noch. Gibt es noch irgendwas am Müll hier rum? Nö, ne? Gut, den können wir auch einmal durchschrubben. Ist ja nicht gut für die Tankstelle, wie verdreckt ist. Die machen zwar selber, aber wir kriegen die Schuld. So muss es sein, ne? Ich frage mich hier immer noch, wo der ganze Dreck hier sein soll, aber... Ich sehe hier nicht mal Dreck. Aber passt schon. Ich habe hier doch so ziemlich alles aufgeräumt zwischen. Weiß nicht, ob das hier draußen mittlerweile auch dazu zählt, aber... Denke nicht, wo ich sehe nichts. So, auf jeden Fall haben wir Kunde an der Zapfsäule. Wunderbar, und der Werkstatt auch. Sehe ich gerade. Erstmal hier. Ihn habe ich zuerst gesehen. So, bestellen wir mal her. So, Wulbigums. Den noch rüber in die Werkstatt. Dim. So, einmal hochbocken. Klappt doch, was hast du denn? 2 Reifen, Tür. Oha, was hast denn du gemacht? Ein Wrestling mit deinem Auto gespielt? Das ist ja total zerkratzt hier. So, und da waren 2 Reifen, ne? Und Spiegel auch noch, sehe ich gerade. Spiegel auch noch. Boah, Reifen muss ich aber gleich nachbestellen, du. Die muss ich, glaube ich, echt nachbestellen. Sehr schön. Ach, das war aber damals schon. So Reifen sind hier der Dauerrenner. Du fährst, jeder hat kaputte Reifen. Wie auch immer sie damit in die Werkstatt kommen. Aber wird schon stimmen. So, dann brauchen wir nochmal einen Reifen. Das war hier. Und den war es noch der Spiel, ne? Aber bis jetzt läuft das ja noch alles. Einigermaßen geht sie das ab. Kunde on Corse. Auch das kriegen wir wieder hin. So. Sehr schön. Und wir hatten noch den, genau, den Spiegel. Gleich einmal kurz Reifen nachbestellen. Sonst gehen sie uns nämlich gleich aus. Und das wäre nicht gut. So. Können wir aber auch gleich hier machen, ne? Jo. Ich will eigentlich nur Reifen jetzt. Nur Reifen. Alles andere haben wir ja noch.
Räufen sind auch gerade billig, das Post. So, den hier. Mach mal Warenkorb auf, mein Freund. Ja, guck, wir haben nur noch 3 Reifen. Na komm, dann bestellen wir mal 7. Haben wir zumindest wieder 10 auf Vorrat. Ja, ja, das wird sonst zu teuer. Gut, die haben wir jetzt auch noch nicht mit Geld. Sind 2 Kunden an der Kasse. Juhu, bin da. Wer noch? Ja, wir brauchen auch dringend Tabak, Alkohol, Muffins und so weiter. Kommt alles noch? Wir müssen ja erstmal Geld machen, ne? Stück für Stück. Wir müssen ja sowieso erstmal die Aufgabe. Fahrzeuge müssen wir nur noch anreparieren. Gut, natürlich reparieren wir trotzdem mehr, weil das bringt Geld. So. Juhu, hier haben wir auch einen Kunden. Sehr schön. Yeah, Level der Popularität. Wunderbar, Stufe 3. Das macht doch die Kundschaft glücklich. Na, darf ich jetzt? Danke, ich wollte gerade sagen. Wollte gerade sorgen. Was ist denn hier schon wieder los? So, nicht ein totes Kaninchen auf dem Boden oder sowas. So, einmal zum Logger. Yo, yo. Ich weiß, meine Lieferung ist im Anmarsch. Dann kann er gleich durchfahren. Da guck mal nämlich. Eigentlich finde ich das nice, dass sie gleich losfahren, muss ich sagen. Freue mich aber schon drauf, wenn wir die Waschanlage kriegen. So. Tür auf. Hier muss ich auch dringend aufräumen. That'll do. Jo, der rast gleich los. Ich finde es irgendwie genial. So. Den fahren wir, mein Freund. So, hier drin haben wir, glaube ich, erstmal gestrichen. Ne, ich glaube. Ah, ich müsste aber auch dringend. Ich muss Snacks nachbestellen. Das nützt alles nichts. Warte mal. Lieferung. Produkte natürlich. Erstmal Snacks. Nimm erstmal das, was billig ist. Die. Mal 25 gleich. Wir nehmen die nochmal. Wir nehmen die nochmal. Wir nehmen die nochmal. Wir nehmen die nochmal. Jetzt muss ich bloß mal wieder gucken, das kriegen wir wieder nicht alles ins Lager, ne? Bisschen Platz haben wir noch. Hm. Das ist schon zu viel, guck. Dann bestellen wir das. Das ist mindestens ein bisschen. Oh, Gunde an Kraftstoff und Gunde in Werkstatt. Alles klar. Sehr schön. Hallo. So, geht sofort los, meine Herr. Ich will nur einmal kurz hier die Reifen drin. Sonst hatten wir auch nichts bestellt, ne? Was hast du denn für Probleme? Reifen und Spiegel. Alles klar. Welche Reifen waren das? Der da, ne? Yep. So, das wäre das letzte Fahrzeug, was wir für die Aufgabe machen müssen. Wir werden trotzdem weiter reparieren. So, ein Spiegel wurde noch, ne? Jo, kriegen wir hin. Sehr schön. Den einmal, zack. Wunderbar. So, warte mal. Einmal Müllsack. Gleich wegräumen hier. Wo sich das hier wieder alles ansammelt. Das muss alles sein. Oh, Spiegel lässt nichts liegen auf dem Boden, ne? Nö. Nein. Nein, der Schwerverbrecher ist da. Warte, ich krieg dich gleich, Dennis. Ich krieg dich gleich. Moment, wo bist du? Kunde an Kasse muss warten. Nein, 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 nein. Ab, ach, Mensch, ich hab nichts zum Werfen. Nein, nicht auf meine frisch gestrichene Wand. Das ist meine einzige Wand. Ach komm, Dennis, weißt du was? Schmier voll, ich muss die Tage eh noch streichen. Also daher soll das voll schmieren. Wie nur 2? Was ist denn das für eine? Thanks a bunch. So, Gunde an Kraftstoff. Jo, und unsere Lieferung wartet auch. Sehr schön. Ausnahmsweise lasse ich dich mal schmieren, Dennis. Ausnahmsweise. Jo, jo. Bin schon da, bin schon da, bin schon da, bin schon da. Joho. Wieso ist denn das Tor da noch auf? Zum Glück hat keiner was geklaut. Warum bin ich schon voreilig mit Schließen, ne?
So. Zack. Ja, bevor ich das hier wegräume, will ich den anderen Sauger haben, den wir wohl noch nicht freikaufen können. Oh, was es da sein soll? So. Jesse. So, jetzt warte ich, bis er raus ist. Mit seinen Türen, okay. Ja, jetzt ist sie mit zu. Sehr schön. Den haben wir unsere Lieferung mich jetzt auch da. Die Bude ist schon wieder total verdreckt. Ist schlimm, ne? Dann können wir hier mich einmal ein bisschen auffüllen. So, hier einmal 10 von. Hier von einmal 10. Davon noch welche. Davon noch welche. Hiervon noch welche. Gut, jetzt ist es voll. Hier haben wir nichts mehr, ne? Die hätte ich gleich mitbestellen können. Erstmal Kunden bedienen. Schon wieder eine Werkstatt? Die Werkstatt muss jetzt einen kurzen Moment warten. Sehr schön. Kraftstoff haben wir mich auch wieder den guten Officer. Er ist echt der einzige hier, ne? Super. Boom, super. Genauso muss das. So, Fahrzeug repariert haben wir zwar schon fertig. Aber ich will nur auch nicht alles Geld verzichten. Zwei Reifen, Spiegel? War klar. Das war Spiegel, das war so klar. Immer Reifen. Immer Reifen. So, ich hoffe, die Reifen reichen noch ein bisschen, weil ich möchte jetzt gleich gerne erstmal Getränke nachbestellen. Ein bisschen Platz müsste ja wieder so in dem Lager. So, hier brauchen wir nochmal einen Reifen. Ja, mindestens ein, zwei Leute kann ich noch reparieren. Hier, der noch. So. Kunden an der Kasse, ne? Das dauert am längsten. So, und den, wo das noch die Spiegel da vorne, ne? Spiegel haben wir noch ein paar. Das kommt ja jetzt auch nicht so häufig vor. Zack. Rinder. Wunderbar. So, gleich den Müll hier weg. Wunderbar. Im Didi-Di. Das Klo sieht ja auch schon wieder aus wie Hulle, du. Früher ging das hier noch lang, das weiß ich. Das Klo ist, aber das kommt wahrscheinlich erst, wenn man angebaut hat. So, wie sofort rennen wir nachher. Immer mit der Ruhe. Alter Mann ist kein D-Zug. D. So. That'll do. Wohl noch haben wir genug Getränke, ne? Ich sollte mir mal angewöhnen, erst zu bestellen, wenn es wirklich zur Neige geht. Weil sonst ist ständig das Lager voll und wir können nichts Wichtiges mehr nachbestellen. Die Problematik hat mich schon des Öfteren. Nice! Genau! So, den kümmern wir uns. Wir haben ja gerade keinen Kunden. Mal ein bisschen um die Aussehenfassade. So, nee, das war schon richtig. Ich wollte ja Shift. So, die streichen wir mal, damit es mal ein bisschen nobler aussieht. Nehmen wir mal diesen Rotton hier. Mal gucken, wie es aussieht. Machen wir eine Esso-Tankstelle draus. Ich glaube, Esso gibt es nicht mehr, ne? Ich bin sicher, aber... Müsste ich nachgoogeln, da bin ich nicht auf dem neuesten Stand. Aber ich habe schon ewig keine Esso-Tankstelle mehr gesehen. Deswegen. So, wir haben Kunden an der Kasse. Kümmern wir uns sofort drum. Na. Keine Farbe kleckern hier, du. Es kostet alles Geld. So, einmal weg. Gut, wird sehr dunkel, aber... Ah, nix. Wir sind hier immer in der Wüste. Da ist dunkel ein bisschen Kontrast. So. Zwei haben wir sogar. Sehr schön. Der nächste bitte. Dem ja nun mal sieh zu. Genau. Hol mal den. Wie? Bisschen mehr kann schon sein, Leute. Bisschen mehr kann schon sein. Hier liegt auch schon wieder Dreck. Nee. Und Werkstatt haben wir auch wieder einen Kunden? Gut. Aber ich will heute nicht aus Geld verzichten, ne? Ich meine, wir sind gerade aktuell bei 1400. Ein bisschen Geld haben wir verdient. Du hast natürlich Reifen und Kratzer, natürlich. So, welche Reifen war das? Andere Seite? Zack. Wunderbar. Und wieder drin. Sehr schön. Ah, die Aufgabe ist aber nicht relativ schnell erledigt.
Oh, und Grenze, wo das noch? Nee, yo, Grenze. Frag mich, warum ich das damals nicht gepeilt habe, mit dem Müllsack anscheinend jeden Teil eins rauszubringen. War so viel einfacher, das hier mit dem Müllsack wegzuholen. Und dann Kraftstoff Gumse vor. Kui, einmal rin. Dann passt das. Den Räufen quasi sogar der Post rin. So, wir kommen. Kunde an Grasdorf. An Kasse haben wir auch gleich. Sehr schön. Ah, freue ich mich schon auf den Partybus. Gut. So, Takt haben wir auch fertig. Fehlen nur noch die letzten paar Kunden. Eine Limo. Noch eine Limo. Kostet Scheu für dein Männer mit, ne? Cola. Sehr schön. Dann haben wir jetzt erstmal keine Kunden. Dann können wir draußen Wolle streichen. Das wiederum machen wir dann aber morgen, meine Lieben. Vorhin sind wir am Ende. Schön, dass ihr dabei wart. Morgen geht's hier weiter. Bye, bye.